Sollte ich nicht sagen, Helmut Sie, das ist so hanseatisch? Nee, du, ne? Helmut Sie? Nein. Sag du Ina, du in, und in ich der sag Zeit, Helmut, du. Als ich in der Zeit war, das war sehr hanseatisch. Ja. Damals haben die Hamburger noch gedacht, sie sind eigentlich Engländer, nur besser. Und da haben wir uns immer mit Vornamen und Sie genannt. Das klang so wahnsinnig britisch. Ich mag das ja. Ja, magst du sowas? In Köln gibt es sowas gar nicht, ne? Aber nicht in der Ehe, oder? Nee, in der Ehe denn nicht, aber ich finde so im Verhältnis zueinander, wenn man arbeitet, finde ich... Ich finde Vorname Sie total sexy. Ihr macht doch was anderes. Ihr in Köln macht doch immer Frau Müller, kannst du mal. So, das will ich sagen, nicht Frau Müller, kannst du mal. Du kannst mich mal, sagen. Frau Müller, oder? Kannst mich mal, sagen wir. Frau Müller, Sie kannst du mich mal. Werdet ihr noch mal gut gegangen mit der halben Haaren? Ihr habt schon sehr. Ihr habt alles falsch! Natürlich! Ich kann das überhaupt nicht! Wobei, halber Hahn ist Käse, oder? Halber Hahn, ja. Halber Hahn ist ein. Käse. Ja, aber so sprecht ihr doch immer. Nein, aber sprechen wir nicht. Du bist ja Publizist quasi und Kritiker. Schreibst selber auch Bücher. Hast bei ganz vielen Zeitungen schon gearbeitet. Ich muss ganz viele Fragen stellen. Wenn man Kritiker ist, ist das nicht ein total geiler Beruf, dass man selber nie verletzt wird und getroffen wird und du aber jeden Tag Menschen bewerten darfst und immer sagen kann, fand ich gut, fand ich doof oder ja. Den mache ich jetzt fertig? Deshalb habe ich ja aufgehört, Kritiker zu sein. Dann habe ich erlebt, nicht? Was das für ein scheußlicher Beruf ist, wenn man mich an... Jetzt fange ich an zu stottern. Mach nix. Wenn mich andere zwischen zwei Blondinen, ich krieg nicht mehr raus. Macht dich das jetzt an? Also an macht mich das nicht, aber pusht es macht dich das? Nein, es pusht mich, es macht mich verlegen. Wuschig? Wuschig, was ist wuschig? Wuschig heißt, sind die Gedanken nicht mehr ganz so klar? Weil doch, die Gedanken sind schon klar. Man denkt immer ein bisschen, man blamiert sie, macht sich lächerlich. Nein, ja. Das wollen wir ja nicht. Ich möchte das wirklich wissen, ob man sich als Kritiker nicht richtig ausleben kann und sagen kann, dich mache ich fertig. Weil dein Buch ist zwar gut, aber dich als Typen mache ich überhaupt nicht. Nee, so einen Scheiß denken wir wirklich nicht. Nee? Nee, dann vor allem hat man falschen Beruf. Kritiker sind doch selbst unglaublich in der Kritik, Entschuldigung, oder? Das ist doch wirklich Wahnsinn. Ja, aber das alles, ist ja nicht das Problem. Für alles, was man schreibt, wird man doch 18 Mal angesprochen. Also, wenn... Du, ich sag jetzt mal du, wenn du mit dem Freund ins... Du Frau Frier, bitte. Ja, du Frau Frier. Ja. Wenn du mit dem Freund ins Kino gehst und ihr guckt euch den Film an und dann fängt er an zu weinen, weil der Film so schön ist oder zu lachen und du kommst raus und sagst, das finde ich aber blöd. Dann wird er sagen, das findest du blöd. Ich erkläre dir jetzt mal, was darin gut ist. Das ist die erste Funktion des Kritikers. Er erzählt einem Freund, der verreist war, du, ich war letzte Woche im Kino, in einem Konzert oder im Theater und das hast du nicht gesehen. Ich erzähl dir jetzt, warum du da reingehen musst. Die sind so toll, wenn der Vorhang ausgeht, hat zwar eine Frau, das ist jetzt hanseatisch, wenn im Schauspielhaus der Vorhang aufgeht, da sagt eine Frau zur anderen, das wird nix. Ja. Ja. Das ist sehr hanseatisch, aber auch schön, ja, finde ich. Ja, auch schön, ja. Aber haben ja. sich denn in den ganzen Jahren bei dir nicht ganz viele Schriftsteller total versucht einzuschleimen, damit du eigentlich, gut über sie schreibst? Eigentlich nicht. Bei Schriftstellern hätte mir das auch nicht so gefallen wie bei Schriftstellerinnen. Und die Schriftstellerinnen, wären die mit dir ins Bett gegangen, damit du eine gute Rezension schreibst? Ich habe das nicht probiert. Du bringst mich nie? Auf eine Idee. Hat sich das nie ergeben? Nee, leider nicht. Du kannst Reich Ranitzky nachmachen. Überhaupt nicht! Was fällt dir rein? Seid ihr nicht befreundet? Nein. Ja. Doch? Ja. Ich habe mehr als 20 Jahre parallel mit Reich Ranitzky zur gleichen Zeit dieselben Bücher gelesen. Ich meine, das ist wie wenn man zusammen wandert. Und dann hat man sich angerufen, dann habe ich, also wir haben vor dem Quartett nie gesprochen. Und ich dann nicht? Hat er gesagt, nein, weil man, wir sind ja keine so guten Schauspieler wie ihr. Und wir haben gesagt, ach Sie, nein, Sie was, Sie was. Ach nein, das finden Sie schlecht, so erstaunt tun, wenn man schon, aber einmal hat aber er, sehr bezeichnend, das finden Sie schlecht. Ja, aber einmal war ich im Urlaub und da war ein neuer Roman von Walser und den hatte ich, sagt er, na, was liest du? Es war ein Wörtersee. Welcher war das, Tod eines Kritikers? Nein, das war... Das Wienepferd. Nein, das war es auch nicht. Es war dieser Dresden-Roman. Okay, jedenfalls sagte ich, ich lese gerade ein Buch von Walser. Ich fange erst an, meine Frau hat ihn schon gelesen. Die findet ihn schlecht. Damals waren wir noch bei Sie, sagt er. Eine sehr kluge Frau haben wir. Da wusste ich natürlich, was er drüber denkt.
Und das habe ich nie. Und dann waren wir zusammen in der Sendung in Salzburg. Und da war so eine Gewitterstimmung. Und dann hat er gegen das Buch losgelegt. Und der Walder, das ist keine Poesie und das ist eine schlecht erfundene Figur. Und dann ist auf einmal ein Gewitter losgebrochen, es donnerte und blitzte. Und dafür liebe ich ihn. Der Hopper, die Arme, sagt, man wird doch noch was gegen Walder sagen dürfen. In deinem Leben gerne noch 8 Kilo abnehmen. Wo das denn? Ja, aber Moment, das könnte ich dir zeigen. Ah. Aber jetzt mal ehrlich, 8 Kilo ist aber viel. Ja, aber ich habe ja jetzt schon 1 Kilo abgenommen. Echt? Aus Nervosität vor dieser Sendung. Du bist doch nicht wirklich nervös. Doch, ist aber jetzt wieder drauf. Ist, ja, ja, Kilo ist wieder drin. Ja, ja. Aber mit dem Bier ja, habe ich auch mal schön geredet, aber ja. Ist dann immer wieder drauf direkt. Sagt man in deinem Alter nicht irgendwie, ist jetzt auch egal, ob 8 Kilo mehr oder weniger? Echt nicht? Im Alter wird das ja zum Beispiel schon ein Gesundheitsproblem. Man muss die schwachen Beinchen, die tragen nicht mehr so viel Kilo. Weil Männer, man hat so, also wirklich, ja. Männer behalten ja immer so Beinchen und Ärmchen und kriegen nur so einen Bauch. Ne? Ja, Frauen, aber aus Öhrchen werden Ohren. Daher auch das Lied, wenn ja, der nach vorn ja, fällt. Ich meine, je älter die Männer werden, umso längere Ohren kriegen. Das ist ja ganz furchtbar. Aber wusstest du, dass beim Mann und bei der Frau im Leben die Nase und die Ohren immer weiter wachsen bis zum Tod? Ja, bei mir wächst die Nase nicht, die Ohren bis jetzt das Was geht. Haben wir eine relativ kleine Nase? Weil eben. Dann war die ja mal ganz klein. Wenn die jetzt immer gewachsen nee, ist. Nee, nee, die war mal schön griechisch. Ich bin aber mal in Bayern in den 50er Jahren bei einer Familie eingeladen gewesen und die hatten ein tolles Schwimmbad und die Jungs hatten immer bessere Freundinnen als ich und spielten besser Tennis. Und habe ich das Schwimmbad gesehen, habe ich gesagt, ich kann 50 Meter tauchen. Da hätte ich 4-mal durchs Becken hin und her schwimmen müssen. Aber da war so damals noch so Entengrütze drauf. Nur wenn ich reingesprungen, kam gleich wieder hoch, weil die Nase gebrochen war. Das angeben und das hatte, Entenfutter hing ja, noch dran. Das Entenfutter gibt's nicht, aber es war eben so, da hat die Nase vor Angst aufgehört zu wachsen. Wirklich, wahrscheinlich. Hättest du gerne eine größere Nase? Ja, es gibt ja diese berühmten Sprüche, was man aus der Nase schließen kann. Und? Ach so. Ah. Ja, und dann denkst du... Aber das Nase hat ja eine Ohren und so. Aber ja, das stimmt sowas. Ja nicht, es sind ja die Hände, das weiß man ja. Deswegen Männer mit kleinen Cocktailwürstenfingern, Hände weg, Mädels. Also okay, guck mal, das sagt die mir, also wirklich, das ist eine Frechheit, wirklich. Jetzt würde ich mitgehen. Es wirklich? Ist aber ein bisschen so, dass mit ja, der Nase ist ein bisschen so. Ein bisschen, langwierige, muskulöse Finger. Ich kann dich beruhigen. Es stimmt auch mit den Fingern nicht. Das heißt, was stimmt denn? Aber weißt du, was ich ganz toll finde? Du bist Fußfetischist. Oh Gott. Ja, das haben wir uns mal gegenseitig erzählt. Gebeichtet. Ja. Gebeichtet. Aber wenn wir zum Beispiel mal unseren Fuß rauflegen, ja, oder mal zeigt, dann komm mal hoch, wir zeigen das mal. Ist das, wäre das jetzt schon sexy? Pass auf, jetzt so. Ja. Sexy? Aber, warte, dann geh ich aber doch gleich mal rüber. Ist, ich will euch sagen, warum es nicht sexy ist. Was? Weil hier eine Öffentlichkeit ist. Ach, dann ist es nicht. Ja, nee, das darf sich nur in deinem Kopf abspielen. Das ist eine Hafenkneipe in Hamburg. Ja, wir sind gerade mal 15 Leute außer aber, uns. Ja, aber ich würde mich nicht trauen, den Fuß sexy zu finden, so, selbst wenn er sexy wäre. Aber wenn ich jetzt meinen Schuh mal wegschmeiße, ne? Wenn du das jetzt sehen würdest und wir wären nicht in einer öffentlichen Hamburger Kneipe, würdest du sagen, boah. Sieht toll aus. Wunderbar. Ja? Ja. Eher gut? Eher und wenn sehr wir sagen, gut. Jetzt mal so, du gehst bitte nicht so nah dran. Nein, Tobi, nur so, dass man erkennt, was ich hier mache. Nee, interessierst du dich denn für Klamotten eigentlich, Helmut? Ja, ich habe mal, als ich meine, bei mir sieht der schönste Anzug am zweiten Tag so aus, als hätte ich 14 Tage drin geschlafen. Woran liegt das? Ich weiß nicht, das ist irgendwie, ich habe da nicht das Talent, an, wie Mastroianni Anzüge zu tragen. Wir wollen singen. Ja, das finde ich ganz toll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, soll ich sagen, warum wir singen wollen? Ich war als ganz junger Mensch
in München und habe damals für amerikanische Musik wahnsinnig geschwärmt, weil die Amerikaner waren frisch da. Und ich dachte, Frank Sinatra und Nat King Cole und Ella Fitzgerald, ich habe diese Evergreens geliebt. Und dann hatte das, da gab es eine Tabu-Kette von Herrn Blatzheim, eine Lokalkette, die hieß Tabu. Das war dann der böse Stiefvater von Romy Schneider. Ich habe sie später auf ihn angesprochen. Die konnte den überhaupt nicht leiden, weil der sie ausgebeutet hat und ihr auch das Geld, das sie verdient hat, weggenommen und sie nicht sehr gut gehalten hat. Wir wollen doch nur singen. Ja, pass mal auf. Einen Satz noch. Und da bin ich in dieses Blatt. Bist du mit deiner Frau, wenn sie sagt, Schatz, wollen wir Sex haben? Ja, pass mal auf. Folgendes. Aber ich meine, ich wusste nicht. Ich wusste nicht, dass Singen für dich Sex ist. Gut, okay. Für mich ist Singen dann Sex. Lass uns singen. Aber für dich ist von Höchstchen auf Stöckchen kommen, es fängt eine Geschichte an und du, die ist wirklich dann lang, ne? Aber ich höre dir auch gern zu. Nein, nur aber, noch einen Satz. Ja, okay. Ich habe da, ich hab da Frank Sinatra gesungen, Night and Day. Oh, und auf der Bühne, wunderbar. Ich habe aber zu hoch angefangen. Ich habe eine sehr nachdem ich bei der Steigerung Night and Day kam ich nicht mehr so hoch und musste abbrechen, habe mich so blamiert und seit der Zeit hatte ich eine unerfüllte Sehnsucht, was zu singen. Und singen in der falschen Tonart ist wie schreiben ohne Bock zu haben.